Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Mühlacker und das bereits zum vierten Mal. Am Donnerstag war Sebastian Kienle zu Gast im Rathaus seiner Heimatstadt. Dort empfing Oberbürgermeister Frank Schneider den Drittplatzierten der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Ich begrüße, ich habe es gerade gesagt, wieder mal einen Ausnahmeathleten als Aushängeschild, sportliche Aushängeschild in unserer Stadt. Da sind wir sehr stolz. Zu den vielen Fragen, die Kienle beantworten musste, zählte auch die danach, wie der Triathlet sein Abschneiden als Drittplatzierter beurteilte, nachdem er 2014 den Ironman als Sieger gefinisht hatte. Natürlich ist es immer so, dass der Erfolg zwei Seiten hat. Ja. Und die eine Seite davon ist natürlich, dass sich aus einem Erfolg in der Vergangenheit Erwartungen für die Zukunft ergeben. Ja. Das ist ganz klar. Und das heißt, wenn du einmal das Rennen gewonnen hast, dann ist natürlich alles andere wie ein weiterer Sieg einfach nicht die Erfüllung von dem, was man schon mal erreicht hat. Ja. Und das ist manchmal schwierig, dann wieder die Ziele auch anzupassen und dann auch mit was zufrieden zu sein, was weniger ist als der Sieg. Das ist ganz klar, aber gerade in dem Feld und mit der Vorgeschichte, die ich eben in diesem Jahr hatte, bin ich eigentlich auch mit dem dritten Platz unheimlich zufrieden, zumal ich weiß, dass ich persönlich ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht habe, dass ich mich in diesem Jahr unheimlich weiterentwickelt habe und am Ende kann ich eben immer nur meine eigene Leistung beeinflussen und nicht die von der Konkurrenz. Und da war es ja so, dass der Herr Frodeno unschlagbar war an diesem Tag. Macht es Ihnen auch Mut, dass jemand, der schon 38 ist, noch auf dem Top-Niveau ist? Sie sagen, Sie sind weiterhin auch positiv, ne? Also die nächsten Jahre, sehen Sie, da geht auf jeden Fall noch was, ne? Ja, absolut. Das ist das Schöne an unserem Sport. Einerseits, dass auch so eine Leistung wie bei einem dritten Platz wirklich noch honoriert wird und auch Respekt findet in der Szene. Dass es da nicht so ist, dass nur der Sieg zählt, wie auch in manchen anderen Sportarten das wirklich der Fall ist. Und dann das Fenster, in dem man eben eine absolute Topleistung bringen kann, das ist wirklich sehr, sehr groß. Anders wie vielleicht im Schwimmen oder auch im Turnen oder in vielen anderen Sportarten, wo man tatsächlich vielleicht nur 4 Jahre Zeit hat und oft sehr junge Athleten nur eine Chance haben, da ganz oben zu stehen, ist es bei uns tatsächlich so, dass eigentlich zwischen Mitte 20 und Ende 30 alles möglich ist. Und das zeigt nicht nur Jan Frodeno, sondern, sag ich mal, jetzt auch jemand wie Greg Alexander, der das Rennen schon gewonnen hat mit, glaube ich, 39 oder 40. Klar zeigt mir das, dass es sich auf jeden Fall noch lohnt, da weiterzuarbeiten. Aber am Ende ist es eben auch so, dass der Körper vor allen Dingen entscheidet, was möglich ist und nicht nur das, was ich vom Kopf her will. Also man kann den Körper nicht immer zwingen, das geht eben einfach nicht. Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und ich hoffe einfach, dass das auch im nächsten Jahr so sein wird, wie das in diesem Jahr der Fall war.